So, Brettspiele durchgespielt. Cool Minute or Not. Cool Mini or Not. Immer sage ich Minute. Mit Arcadia Quest. Und wir gehen weiter hier bei der lustigen Rambule. Beim Zweispielerspiel, das muss man dazu sagen, braucht man nur zwei dieser Sachen erfüllen. Eine davon muss eine dieser Lilanen sein. Es würde einfach hier die King of Arena gelten. Wenn Orange es also nochmal schafft, einen weiteren Blauen hier zu machen. Super. Dazu müsste ich nur den Grünen killen und sofort schaffe ich es. Reicht mir das schon? Also, was hat denn Orange? Orange hat da den Grom. Der ist nicht mehr da. Also, 1, 2. Alle werden erneuert. Das ist es, was ich will. Eine Restaktion. So, Grün. Jetzt wird es interessant. Wenn der hier stirbt, ja, dann ist Orange da alleine. Ich muss aber jetzt irgendwie versuchen, auch den wegzukriegen. Und das ist eigentlich de facto unmöglich. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Diva ist die einzige, die da vielleicht aushelfen kann, weil Diva hat richtig, wirklich richtig Wumms in der Nase. Greensleeve, hilft mir der? Nee. Sasu. Oh. Ah, ich hätte was anderes machen sollen. Ich hätte die Gegenstände tauschen sollen, was ich auch gedurft hätte. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Also, Grün hat nichts anderes vor. Diva schlägt mit dieser Waffe hier, mit der Dreier, auf Grom. Das Dumme ist, wenn Grom verletzt ist, kriegt der plus einen Würfelwurf. Also, das lasse ich doch lieber. Das ist mir viel zu heikel. Ich versuche lieber einfach weiter es zu machen, dass ich weitere Sachen kriege. Darum, ich teleportiere mich hierhin, Aktion 1, und der schießt jetzt auf den. Das ist Greensleeve. Greensleeve hat diese plus 2, wenn er etwas... ein Crit macht 2 Schaden, also hoffen wir mal auf Crits. Ein Crit, das sind 2 Treffer. Und ich darf ihn ja nochmal würfeln. 2 Treffer im Fernkampf. Wir merken uns, dieser hier hat... Oh, wir merken uns, dieser hier hat 2 Leben. Das ist ja ein Ork-Marodeur. Übergekillt wäre er bei 3. Also das heißt, der darf zurückschlagen. Das ist gar kein Problem. Natürlich darf er das. Das ist es, was ich erwarte. Der würfelt mit 3 im Nahkampf. 1, 2, 3, 4 Treffer. Wow. So, Green. Jetzt 2 Verteidigungswürfel für 4. 1, 2. So, also Green kriegt 2 ab. Bam. Nichtsdestotrotz habe ich den gekillt. Der kommt hier rein. Und ich kriege ein Gold, weil ich ihn gekillt habe. Jetzt passiert etwas und das ist ganz interessant. Ich bleibe da stehen, ich kann nichts weiter machen. Schade eigentlich. Ich hätte lieber da enden sollen, aber das hat nicht geklappt. Jetzt wird es ganz interessant. Dieses Board ist voll und jetzt kommen alle diese wieder rein zurück ins Brett. Dafür würfelt man die Würfel und guckt, wie viele, welche Symbole ich würfel. Wir fangen an mit dem ersten hier. Ein Bogen und ein Schwert. Da ist kein Bogenschwert, da ist Bogen und Schwert. Der kommt wieder rein. Blöd. Der Goblin. 2 Schwerter. Die sind hier drüben. Nächster Wurf. Bogen und Schwert. Auch hier rein. Blub. Nächster Wurf. 2 Bögen. Ah, jetzt wird es hier doch richtig schön voll. Und der letzte Wurf. 2 Schwerter. Dieser hier. Der würde hier reingehen, weil da 2 Schwerter sind. Ich hoffe, ihr seht das. Da das Feld aber geblockt ist, fliegt der raus und ist für immer raus. Der geht zurück in die Box. Das hier ist wieder leer und ich kann wieder jede Menge Leute umbringen. Sehr erstaunlich, was jetzt der Grüne alles mit seiner Aktion gemacht hat. Richtig viel weitergebracht hat ihn das erst einmal nicht. Ist aber vielleicht auch gar nicht das Wichtigste. Das musste vielleicht nicht unbedingt passieren. Orange. Orange muss einfach hier den Grünen killen. Wenn er das macht mit Grom, dann aktiviere ich den und bekomme den letzten Punkt. Also, ich schlage auf Sasu mit Grom.
Grom hat ein Schwert mit der Stärke 3 und ich würfel genau einen Schaden. Sasu darf mit 3 verteidigen und mal gucken, ob ich ihn damit erledige. Ja, wirklich, guck mal an. 1, 2, 3. So, Sasu kriegt einen weiteren Schaden. Er hat nur 4 Leben. Als allererstes, wie immer, wenn ich ein anderes Familienmitglied kille hier, den Grünen, dann geht der raus, stirbt und die andere Fraktion bekommt ein Gold. Da er tot ist, gehen die ganzen Verwundungstoken weg. Und für diese Verwundungstoken kommt hier ein Todestoken hin. Genauso übrigens wie hier. Also, ihn hat es zersägt. Dafür habe ich das gekriegt. Was kriege ich als Belohnung? Orange hat Grün gekillt. Wieder ein Goldstück. Nehme ich mir. Und Orange steht hier alleine und hat damit, glaube ich, 5 hier. Ja. Und kriegt damit den ebenfalls ein Goldstück. Und hier ist noch ein Gegenstand unter. Am Ende der Runde hat Orange jetzt 1, 2 erledigt. Und das bedeutet, dass das Spiel automatisch vorbei ist. Wir geben nochmal eben den dahin, die beiden Goldstücke hierhin. Und jetzt gucken wir uns mal die Entwertung an. Am Ende des Szenarios sind diese jetzt jeweils nochmal ein Goldstück wert. Also das heißt 2 für Orange, 1 für Grün. Und jeder hat hier Gold bekommen. Was würde jetzt in einem Szenario passieren? Ganz einfach. Erst einmal alle Charaktere kommen zurück, bla bla bla. Für das Gold, was ich gesammelt habe, hier jetzt zum Beispiel 6 für Grün, darf sich Grün etwas aus den Karten kaufen. Orange hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen bekommen. Gucken wir uns mal an, wie das läuft. Für jeden Tod, den ich gestorben bin, kriegt der Charakter eine dieser Fluchkarten. Die verteile ich mal hierhin. So, Quatsch, dahin. Danach bekomme ich dann 6 Karten, jeder Spieler. Und jetzt ist das so eine Art Draft-System. Das heißt also, oh, jeder darf sich jetzt aus seinen 6 Karten Karten aussuchen, die er spielen möchte, behalten möchte, passt die weiter zum nächsten und so weiter und so fort. Weil das jetzt, weil jeder weiß von euch, was ein Draft-System ist, also eine nehmen, weitergeben, gucke ich mal einfach, als wenn ich die jetzt auf die Hand bekommen hätte. Und jetzt darf ich bis zu 3 Gegenstände mir kaufen, die ich in die nächste Runde mit rübernehme. So ein Gegenstand kostet hier ein Goldstück zum Beispiel, hat hier 3 Attacke, einen Widerwurf und einen Defensiv. Also diese Dinger hier sind doch super, wenn ich die nehmen kann. Ein Bow ist für den Grünen sowieso gut, weil damit habe ich eine bessere Angriffswaffe. Kostet mich immer 3 Sachen. Diesen hier, das ist ein Ring, der kostet mich auch viel. Der kostet aber 4, leider sehr teuer. Was haben wir denn hier? Ein Ork-Beater ist immer ein 4. Wenn ich gegen Ork oder Goblins haue, habe ich sogar einen 5er. Auch nicht schlecht. Und was ist das hier? Ein Windblast. Den finde ich nicht so gut. Also, 3 Sachen darf ich mir aussuchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses hier nehme, kostet mich das 3. Der Ork Blast ist mit 8 viel zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Also, ich habe mich entschieden, den Ring nehme ich für 4 und die 2 einzelnen. Das heißt, das wären 6. Ich darf meine gesamten 6 Goldstücke aufbrauchen. Ein Goldstück dürfte ich auch mit rübernehmen, wenn ich wollte. Und das könnte ich machen. So. Ich habe hier eine Karte, kein Fluch, nothing happens, das ist natürlich gut. Diese gehen alle in meinen Stock und für nächste Runde darf ich diese verteilen. Den habe ich jetzt benutzt und glücklicherweise über Nacht heilen meine natürlich. Und das nächste Szenario stände an. Hier das gleiche, er hat ebenfalls eine keine Fluchkarte gekriegt, was ja super ist. Er hat allerdings 7 Gold und dürfte sich jetzt aussuchen. Ebenfalls diese Blade für einen immer gut. Was ist der Bleeder, der Bluter? 3. Wow.
Man darf für einen Crit 2 nachwürfeln. Noch einen Bow. Den hatten wir eben schon. Ich würde ja gerne noch einen Bow. Ich würde ja gerne einen Zauber hier nehmen. Und das ist hier der Windblast. Das ist der einzige, den ich hier gefunden habe. Warum würde ich gerne einen Bow und Zauber nehmen? Weil der ja diese Zauberfähigkeit hat. Vielleicht, was kostet mich der Zauber? Der kostet mich 4. Und der hier kostet mich. Oh ja, guck mal. Würde genau reichen. Also, ich würde nehmen 4 dafür, 2 dafür und den sind zusammen 7 Punkte. Auch ich würde meine gesamten 7 Goldstücke ausgeben, mir die 3 nehmen und die 3 gehen aus dem Spiel. Mit meinem Team, was ich jetzt neu wieder habe, hier mit dem, das schreibt man jetzt auf den Block, schreibt sich auf, was man hat. Die Gegenstände kann man da lassen, je nachdem, ob es das eigene Spiel ist oder nicht. Und es läuft weiter in der nächsten Kampagne. Ganz interessant ist noch, das hier möchte ich euch einmal zeigen hier. Hier können sowohl Fallen drin sein, hier können aber auch Tränke drin sein, aber hier können eben auch diese hier zum Beispiel drin sein. Schatzkisten. Diese Schatzkiste bringt zum Beispiel, ah, kann man ganz schwer sehen, eine 4. 4 Goldstücke. Wenn ich die also zum Schluss behalte, die Schatzkiste, habe ich 4 Goldstücke. Andere Aufträge in anderen geben einem sogenannte Titel. Und wenn man einen Titel kriegt, naja, dann hat man eben den Vorteil, dass man mit diesem Titel nächste Runde vielleicht eine besondere Sache machen kann, sich irgendwie ein besonderes Portal nutzen kann oder sowas, was die anderen nicht machen können. Außerdem habe ich ja über das Spiel diese Gegenstände gesammelt hier. Den Schild, den kann ich einfach nutzen. Guck mal, damit kann ich mir wieder einen wiederbeleben. Und ich habe immer einen plus 1. Also ich meine, auch super. Man kriegt also die Gegenstände. Und ja, ihr seht schon, damit wird es interessant. Aber lasst uns doch eben mal ein bisschen aufräumen und dann kommen wir wieder zu meinen finalen Gedanken von Arcadia Quest. Ihr guckt Cyrils Brettspiele, ihr hört im Hintergrund schon, wie ich aufräume. Ihr habt Cyrils Brettspiele durchgespielt gesehen. Mein Name ist Nils und wir sehen uns gleich wieder bei meinen finalen Gedanken. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.